Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hausflipper. So, ich hoffe jetzt mal, dass das nicht ganz so, ich sag jetzt mal, verkackt ist, wie ich es eigentlich aus Versehen neulich gemacht habe. Ja, es ist sehr verkackt. Gut, ich habe anscheinend mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen, um eine Bude zu kaufen. Wir könnten jetzt einfach mal gucken, wie das aussieht mit dem Umziehen. Man kann nämlich in die Gebäude tatsächlich auch umziehen, die man gekauft hat. Ich gucke gerade nochmal. So, zum Haus. Alter, einiges machen. So, man kann hier halt Büro hierher. Du hast gerade ein neues Büro ausgewählt. Ab nun wird das dein neues Büro. Es reicht aus, wenn du den Platz willst, wenn der Laptop stehen soll. In das alte Büro kannst du jederzeit wechseln, um es mit Profit zu verkaufen. Das heißt, die olle Bude haben wir jetzt abgehakt. Und Alter, sieht's hier widerlich drin aus. Das ist irgendwie echt eklig. So. Ich gucke mich hier erstmal um. Also, dass es eklig von außen aussieht, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt. Es sieht auch eklig aus von innen. Also, ich meine, dass es eklig von innen aussieht. Wie sieht es denn von außen aus? Der Rasen müsste mal geweht. Das sieht halt schon nice aus, ne? Ich habe hier eine eigene Garage, die ultra langsam hochgeht. So, was haben wir dann? Was haben wir denn für einen Garten? Ich wollte mir so ein bisschen Luxus im Garten. Guck mal, ich habe hier schon sogar einen Gartenpool, Teich, Pool. Das ist nicht schlecht. Die ganzen Bäume hier kommen ab. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal einfach mal einen Job und danach geht's auf jeden Fall ans Haus umdesignen. Alter, das ruckelt heute so krass. Also, wenn ich irgendwo gegenlaufe, finde ich gerade ganz schön krass. Irgendwie. Ich guck mal, dass ich das Mikrofon ein bisschen näher vor mein Gesicht setze. So. So. Wo ist es denn jetzt? Hier. Wir legen uns einfach auf den Boden und machen schon. So, irgendwas Krasses. So ein Bunker oder so. Das machen wir jetzt. So. Wir müssen uns hier auch mal noch ein bisschen Geld verdienen, damit wir die neue Bude auch mal so richtig genial machen können. Was genau soll ich jetzt hier machen? Sehr nice aus das Fahrrad. Hier sieht's gut aus. Alter, wer hat denn hier so sein Drecksbunker so hin. Also, wer macht sowas? Achso, das kann ich liegen lassen. Okay. Ultra-Wischmob. Bah, es ist halt so ekelhaft. Schon echt ekelhaft mit diesen Kakerlaken-Dingern. Auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Schicke Waffe. Bei einem Bunker darf natürlich auch eine Waffe nicht fehlen. So. Hier habe ich gerade die Spinnweben gleich mit abgemacht. Ich krieg schon wieder ganz gut Kohle dafür, dass ich nur was sauber gemacht habe. Alter, was ist denn jetzt hier noch nicht gereinigt? Wo ist das denn? So ein kleines bisschen aufräumen müssen wir doch. So, ich muss hier aber noch krasse Sachen platzieren. Lol, kostet das Zeug. 600 habe ich jetzt noch. Ey, es sieht sogar ungewollt gar nicht so schlecht aus. Bis auf die Stühle jetzt vielleicht, ne? Ich meine, ein Bunker muss jetzt ja nicht so krass gemütlich sein, oder? So, ich kann es mir nicht leisten. Tja, wir schließen jetzt ab. Gehen wir uns hier weiter umgucken. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Kohle, haben wir? Aber die ganzen Zimmer haben wir nicht gesehen. Ey, hier ist es ja ultra chillig. Hier kommt jetzt der, hier ist jetzt der Arbeitsplatz. Ist jetzt halt vielleicht noch nicht so eingerichtet.
Ne? Ja? Ist schon nicht schlecht. Aber das check ich auch nicht, ne? What? Ey, wir machen da draus so ein geiles Haus, ich sag's euch. Weil nochmal so viel Geld für ein Haus werde ich nicht ausgeben. Also, ne? Das ist schon ziemlich nice, die Hütte. Also außer, dass sie halt krass versifft ist und ultra eklig. Aber so an sich. Was ist das? Ist das Blut? Wer hat hier gelebt? Alter. Was für eine krasse Dunstabzugshaube. Die ist ja nett. Alter, das ist ja komplett... Ja, Alter, hier haben Mörder drin gelebt. Ich sag's euch, wie es ist. Alter. Alter, was ist das hier? Ich habe so das Gefühl, es wird auf jeden Fall anders aussehen, wenn ich das hier so neu einrichte. So. Erster Raum, zumindest mal so ein bisschen sowas wie sauber. Alter, das ist ekelhaft. Hier ist der Mörder. Die Treppe hoch. Was hat der Mörder hier gemacht? Okay, erstmal nichts. Oh, hier ist eigentlich auch ein gar nicht so schlechtes Büro. Ich glaube, ich mach das hier. Da kann ich auch, ich sag mal, schneller ins Büro gehen. Also das Bad hier finde ich zum Beispiel noch fast am besten bisher vom ganzen Haus. Da muss man halt mal gucken. Wie geht's hier? Hat der hier seine... Alter. Hat der Leute hier gefangen gehalten? Alter! Was ist das für ein Haus, was ich da gekauft habe? Ne? Also obwohl meine Lieblingsfarbe grün ist, finde ich es jetzt nicht so schön. Lassen wir einfach mal so stehen. Alter, wie viele Bäder? Ich würde mal sagen, wir machen noch mal einen Job. Und dann, ja, haben wir zumindest noch mal ein bisschen mehr Kohle, um anzufangen, unser Killerhaus so richtig schön zu machen. Unterkunft für einen Gamer. Nice. Nice, das machen wir. Oh ja. Das machen wir. Welche Wände soll ich denn zerstören? 1, 2, 3, 4. Alles klar. Hier habe ich hier drin habe ich auch noch nicht alles sauber gemacht. Hä? Achso, das ist jetzt quasi als Einzimmer gewertet. Das ist echt eine komische Unterkunft für einen Gamer, oder? Hängender Fernseher. Kann ich die Sachen verkaufen? So. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus als davor. Hängender Fernseher. Nice. Okay. Sind wir hier fertig? Voll bequem und so. Was ist hier? Nix. Also hier soll dann das richtige Zockerzimmer hinkommen, hä? Ja. Kleiner Schlingel. Müll aufräumen? Ja, da ist er doch. Gut. Hier die Verschmutzungen. Eine gute Farbe, die er sich ausgesucht hat. Eine sehr gute Farbe. Na, oh, echt jetzt? Oh. Und ich habe 2 XXL-Eimer gekauft. Na gut, dann verkaufen wir die mal wieder. So, vielleicht. Dann haben wir hier den Gaming-Stuhl. Weihnachtslämpchen? Weihnachtslämpchen. Nice. Mit Weihnachtslämpchen. Habt ihr gehört? Noch eine. Klar. Nochmal ein hängender Fernseher. Ne? So, und der kommt jetzt halt nochmal hier schön drüber.
Weil es sind nicht genug Monitore da. Ob das jetzt einen Sinn macht, weiß ich nicht so ganz. Außerdem auf jeden Fall noch eine Konsole. Und dadurch, dass er zu krass ist, muss er das auch hier zocken. Alter! Was für ein krasses Bett. Okay, okay. Und damit würde ich sagen, starten wir dann ins nächste Video rein. Denn dann wird ein kleines bisschen dieses Haus in Angriff genommen. Weil es ist nichts da. Es ist einfach Kacke. Es sieht ultra hässlich aus. Wir machen uns hier ein richtig... Alter! Ich gucke, dass ich auf jeden Fall unter der Woche ein Video rausbringe, ja, so, vielleicht auch manchmal zwei, je nachdem, wie ich es hinbekomme, und donnerstags immer zu streamen abends, und wenn mein Sohnemann nicht da ist an den Wochenenden, zum Beispiel dieses Wochenende jetzt, dass ich da an ein bis zwei Tagen dann auch nochmal streame, oder halt vielleicht einen Tag streame, am anderen Tag ein Video mache. Das werde ich dann aber noch für mich selbst entscheiden. Ich denke, dazu wird es dann noch ein Update-Video einfach nochmal geben für euch. Und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis dann.